Hallo zusammen, heute machen wir dieses unglaublich lecker aussehende Butterhähnchen vom Drehspieß. Zeit, den Grill anzuschmeißen. Ich habe ja wirklich in der Vergangenheit schon lange kein Video mehr gehabt mit einem Drehspieß, also wird's mal wieder Zeit. Dafür haben wir heute das Universal-Spießset von Landmann. Das passt auf nahezu alle Gasgrills, in dem Fall ja hier mein Triton. Und das kommt im Prinzip relativ überschaubar verpackt mit den Krallen zum Befestigen und natürlich mit dem Motor zum Drehen. Und logischerweise der Spieß selber. So, ein Ausknopf. Wunderbar. Die Installation ist denkbar einfach. Ich muss einfach nur hier auf der linken Seite die Halterung für den Motor einklemmen. Das sind zwei Schrauben von außen. Und dann eine von innen. Und dann war es das eigentlich auch schon. Es gibt eine kleine Führung, die kommt auf das andere Ende von dem Drehspieß. Und dann kann man hier den Motor einhängen. Also innerhalb von wenigen Sekunden betriebsbereit. Kommen wir nun zu unseren Hühnern. Wir haben hier Oberpfälzer Bauernhähnchen von der Metzgerei Lotter von oberpfalzbeef.de. Natürlich findet ihr unten in der Videobeschreibung einen Link, wenn ihr euch das mal anschauen wollt. Jetzt kümmern wir uns um die Füllung. Wir nehmen hier Zitrone, eine ordentliche Knoblauchzehe. Natürlich befreie ich die am Ende noch von Haut und Co. Eine mittlere Zwiebel, die wird auch geviertelt. Und dann haben wir noch frischen Rosmarin. Und ganz wichtig ist, wenn man so ein Hähnchen würzt, dass man es ordentlich von innen würzt. Ich habe jetzt hier so einen knoblauchlastigen süßen Barbecue Rub. Also verteile ich erstmal was im Inneren und dann wird die Füllung, die wir hier zurechtgeschnitten haben, im Prinzip hälftig verteilt. Zwei Zitronen. Zweimal Zwiebel, zweimal Knoblauch und jeweils ein Zweig Rosmarin. Das sollte reichen, um dem Hähnchen von innen Geschmack zu geben und zu gucken, dass es auch nicht trocken wird. Jetzt das Ganze nochmal in der Nahaufnahme für Hähnchen Nummer 2, von innen mit Barbecue Rub gewürzt. Zitrone, Knoblauch, Zwiebeln, Rosmarin. Frische Kräuter machen immer einen großen Unterschied. Rosmarin und Thymian passen zu Fleisch eigentlich immer hervorragend. Ich liebe das. So, der Rest ist dann denkbar einfach. Wir nehmen den gleichen Barbecue Rub, den wir auch innen verwendet haben und würzen unser Hähnchen ordentlich von außen. Das Ganze machen wir natürlich für beide. Ich habe das mal ein bisschen vorgedreht. Für den Fall, dass ihr das nachmachen wollt, sei der Hinweis gestattet, dass ihr unten in der Videobeschreibung eine Liste mit den ganzen Zutaten findet. Dann könnt ihr das gerne nochmal nachlesen. So, jetzt spießen wir die beiden Hähnchen der Reihe nach auf. Hier führe ich den Spieß dann einmal so durch das Hähnchenfleisch unterhalb vom unteren Rücken einmal durch, dass man so die wirklich aufspießt. Und danach gucke ich, dass man die mit den Krallen möglichst fest zusammenschiebt. Jetzt kann es schon sein, dass man einen Teil der Keulen gut erwischt, dass diese halt nicht am Ende so frei losbaumeln. Ein Teil der Flügel oder Beine, kann aber auch sein, dass die noch frei sind. Dann zeige ich euch gleich, wie ich das löse. So, jetzt haben wir hier, finde ich eigentlich ganz schön, schön mittig, da sollte man drauf achten. Auf der rechten Seite erkennt ihr jetzt bei meiner linken Hand, von mir aus gesehen, jetzt auch diese Führung. Und jetzt kann man bequem das Hähnchen in den Motor stecken und anmachen. Natürlich habe ich jetzt Voice-Over und alles, aber der Motor ist unglaublich leise. Das finde ich ein Riesending. So, und wenn ihr jetzt merkt, dass ihr noch Teile habt, die irgendwie nicht anliegen oder bei denen während des Drehvorgangs irgendetwas schlackert oder so, dann einfach das Ganze mit etwas Bratenschnur fixieren. Jetzt schneiden wir noch ein bisschen Gemüse klein, in dem Fall hier Lauch. In der Zwischenzeit, wo ich hier Gemüse schneide, habe ich auch schon Drillinge vorgekocht, so etwa 15 Minuten. Also wir brauchen auf jeden Fall Lauch, wir nehmen Paprika. Das ist jetzt so ein bisschen Freestyle, ne? Ich möchte, dass wir so ein bisschen was Gemüse unterhalb von dem Hähnchen platzieren, sodass die heruntertropfenden Säfte von dem Hähnchen das Gemüse mit aromatisieren. Ich habe jetzt hier noch ein bisschen Spitzkohl. Den versuche ich möglichst fein hier so runterzuschneiden. Ansonsten möchte ich euch gar nicht so lange damit langweilen.
Hier meine vorgekochten Drillinge. Jetzt gucke ich so ein bisschen, dass ich das Gemüse darüber verteile. Der Lauch. Auch wieder ein paar Rosmarinzweige. Ich stehe voll auf die Kombination von Rosmarin und Kartoffeln. Am besten noch mit grobem Meersalz. Das finde ich richtig, richtig lecker. So, und dann noch etwas Kohl. Je nachdem, wie groß jetzt eure Hähnchen sind, kann es sein, dass ihr unten die Roste von dem Grill rausnehmen müsst, so wie hier bei mir. Und es dreht sich schon schön. Und jetzt setzen wir diese Gemüseschale unten drunter und lassen dann unser Hähnchen seine Runden drehen. Ich habe jetzt den linken und den rechten Brenner an. Das macht immer so 140 Grad Deckelthermometer. Dann nehme ich mir jetzt ein ordentliches Stück Butter in einer ofenfesten Form und stelle das mit auf den Grill und lasse die Butter nebenbei schmelzen. Dann können wir nämlich so im Viertelstundenrhythmus unser Hähnchen mit Butter bepinseln. Und das gibt mal einen richtig tollen Geschmack und auch eine richtig schöne Kruste. Ja, und dieses Prozedere, das wiederhole ich dann alle Viertelstunde. Ich könnte dem stundenlang zugucken, wie das so vor sich hindreht. So, zwischendurch natürlich den Deckel schließen, macht natürlich Sinn. So, ich glaube, die gesamte Garzeit am Ende für so zwei Hähnchen liegt so bei 45 Minuten bis einer Stunde. Für mich ist dies eine der besten Zubereitungsarten für ganzes Hähnchen. Wichtig ist an der Stelle, dass man nach einer Gartemperatur von 75 Grad in Brust und Keule gucken sollte. Also zwischendurch halte ich das Ganze immer mal wieder an und piek's mal kurz rein. Bei 75 Grad über einen Zeitraum von 4 bis 5 Minuten sind auf jeden Fall alle Keime, alle Bazillen, alles das, was so Salmonellen und sowas anbelangt, zerstört. Und dann hat man trotzdem immer noch ein sehr, sehr schönes, saftiges Hähnchen. Und das ist ja die Hauptsache. So, und wenn das so ist, dann machen wir den Drehspieß aus. Und dann können wir unser Hähnchen auch schon runternehmen. In dem Fall ist es natürlich wichtig, dass ich unten die Kartoffeln ein bisschen vorgekocht habe. Ansonsten hätten die wahrscheinlich es nicht geschafft, in der Zeit gar zu werden. So, und hier sind sie nun. Lasse sie noch ein paar Minuten ruhen und dann schnalle ich sie vom Drehspieß ab. Jetzt trennen wir einen Teil von der Brust raus. Und vielleicht eine Keule, um einmal so ein bisschen was von dem Innenleben zu zeigen, um zu gucken, wie saftig ist das. Ihr seht es schon, die Fleischsäfte, die spritzen so heraus. Ja, einmal die Keule. Und dann einmal mehr oder weniger fachmännisch die Brust herausgetrennt. Ja, und dann können wir das Ganze gleich natürlich auch probieren. Also, lasst mir doch bitte auf jeden Fall eine Bewertung da. Daumen nach oben, immer gern, würde ich mich freuen. Einen Kommentar. Ich finde dieses Gemüse unten drunter, das ist eins der leckersten Gemüse-Sachen, die man so machen kann. Also gerade die Butter, die herunter tropft und all das, was aus dem Hähnchen rauskommt, wirklich, wirklich richtig lecker. Natürlich probiere ich das jetzt. Falls ihr noch nicht Abonnent von 0815 Barbecue seid, wäre das cool, wenn ihr das nachholen könntet. Ihr verpasst so kein Video mehr und es gibt wirklich jede Menge Sachen zu sehen in den nächsten Wochen und Monaten. Ich habe noch viele, 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 viele tolle Ideen. Besucht doch bitte auch meine Fanpages. Mich gibt's bei Facebook, bei Insta. Ich habe auch eine Patreon-Seite für den Fall, dass das für euch interessant ist. Vielen Dank fürs Zuschauen. Ich bin raus. Euer Markus.